Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Wir stehen hier immer noch bei Elisabeth. Wir haben ihr ja in der letzten Folge einen roten Vulkanstein beschafft, den wir für das Ritual zur Schatzsuche brauchen. Mal gucken, was sie jetzt noch braucht. Erdstein, Moosstein und Sternenstein, okay. Der andere Stein, den du brauchst, ist eine besondere Sorte Erdstein. Meistens findet man diese Steine direkt unter der Erde. Sie liegen oft beim Weingarten herum. Es sollte also nicht so schwer sein. Sprich mit jemandem dort. Okay. Also zum Landgut müssen wir, zum Weingut. Moosstein. Der Moosstein, den du benötigst, ist recht selten. Aber man kann ihn entlang des Silversongflusses finden. Es dauert vielleicht ein wenig einen zu finden, aber du schaffst es schon. Okay, also da einfach ein bisschen Augen aufhalten. Der Sternenstein. Den Sternenstein findet man hoch oben auf den Bergen, hier in der Nähe. Es ist sehr schwer, dorthin zu reiten, aber ich habe eine Idee. Suche auf den Klippenabsätzen auf dem Weg zum Vailedale-See. Als man den Weg gebaut hat, sind sicherlich ein paar Steine heruntergefallen. Okay, das heißt, wir sollen irgendwo da oben suchen. Dann hier am Silversongfluss entlang nach dem Stein, nach dem Moosstein und beim Weingut nach dem Erdstein. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal auf den Weg hier auf die Suche nach dem Sternstein hier oben irgendwo in Richtung Bergpass auf den Klippen. Bin ich ja mal gespannt, ob wir einen finden. Ja, das heißt, ich bin gespannt, ob wir einen finden. Wir werden auf jeden Fall einen finden. Ich bin nur gespannt, ob ich den auch zeitnah finde oder ob ich erstmal wieder mit Tomaten auf den Augen durch die Gegend reite. Das kann ja bei mir auch immer mal ganz leicht sein. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt eigentlich? 16.985, ja. Wie viel wird es wohl sein, was wir brauchen? Weiß ich nicht. 20.000 oder sowas für Level 12? Glitzert da was? Nee, das war eine Blume. Ich werde schon paranoid hier. Ja. Hier liegen ja auf jeden Fall so ein paar Steine rum. Ich reite einfach mal hier hinterher. Oh, ein Stern. Ja, cool. Ha! Jetzt muss ich mal gerade schauen hier, wo ich bin. Ich bin direkt beim Fluss. So. Tut mir leid, ich muss jetzt hier nur mal fix den Stern durchstreichen. Ich habe hier für die Livestreams ja immer so eine Karte neben mir liegen, die regelmäßig zuschauen, wissen das schon. Und da streiche ich mir dann immer die Sterne drauf durch, wenn ich einen gefunden habe. Einfach damit ich dann nicht ewig nochmal an den anderen Orten lang reiten muss. Also hier liegen jede Menge Steine, aber kein Sternstein. Die Klippen. Klippen, die Klippen, die Klippen. Auf dem Weg zum Vailedale-See. Da sind wir eigentlich schon dran vor... Ach, da! Da! Ah! Ein Sternstein. So. Dann auf zurück runter und den Silversongfluss entlang, dass wir den Moosstein finden können. Ob der Moosstein wohl sowas ist wie Moosachat? Ein Moosachat gibt es ja, so heißt ja der Stein, den es wirklich gibt. Also ich könnte mir... Ja, was mache ich denn hier? Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht derselbe mit gemeint ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob denen im Volksmund vielleicht irgendwelche mystischen Kräfte zugesprochen werden. Da habe ich jetzt nicht unbedingt die Ahnung von. Oh, das erinnert mich hier gerade an was. Ich muss euch mal was erzählen. Eine Geschichte so aus meinem Leben. Und zwar, es gibt doch überall, wo mal Bergbau war, gibt es doch diese Abraumhalden, wo dieses ganze Geröll aus den Minen abgelagert wurde. Und wir hatten hier, wo ich wohne, sehr, sehr viel von diesen kleinen Bergwerken im Wald. Und da haben wir hier auch die ein oder andere von diesen Abraumhalden eben. Und das war für mich immer ganz spannend. Ich fand das immer so... Ja, wirklich schon so ein bisschen mystisch. Ich bin da mit meinen Großeltern oft spazieren gegangen, als sie noch weitere Strecken laufen konnten.
Und dann sind wir oft dahin und dann habe ich mir da Steine gesucht. Da gab es ganz oft so Quarzkristalle zu finden. Und ich wollte damals immer unbedingt irgendwie sowas haben, dass man die Steine auch aufmachen kann. Also entweder aufschlagen oder aufschneiden. Es gibt ja auch diese Steinsägen. Oh, da glitzert schon was. Yay. Also diese Steinsägen gibt es ja auch noch. Und sowas wollte ich mal unheimlich gern machen. Ich habe mich immer extrem für Steine interessiert. Auch diese, kommen wir hier durch? Ja. Auch diese Amethyst, oder bin ich jetzt gerade wir, diese violetten Steine, die man oft sieht, die auch so richtig schöne Kristalle ausbilden im Stein drin. Ich fand das immer toll, wenn man in irgendwelchen Museen ist, diese Kristalle, die man da dann so als Souvenir kaufen konnte. Das hat mir so gut gefallen. Und sowas wollte ich mal unbedingt selber mal finden. Und da war ich jetzt neulich auch mit meinen Eltern nochmal. Sind wir da mal lang spaziert an dieser Halde. Und da habe ich auch wieder einen Stein gefunden. Da sind ganz, ganz klitzekleine Kristalle drin. Da ist so eine, ja, fast wie so ein Loch. Also kein richtiges Loch. Also der Stein ist schon geschlossen. Aber da ist so eine kleine Kerbe drin. Und da wachsen richtig auch so kleine Kristalle drin. Ich finde das super, super, super spannend. Was man hier auch finden konnte bei einer dieser Gruben, was auch immer mal wieder rausgespült wird, obwohl es natürlich mittlerweile weniger wird, weil es auch ein sehr, sehr beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen ist. Es ist Katzengold, nennt man das ja im Volksmund. Das ist wissenschaftlich gesehen, heißt das Zeug Pyrit. Aber ja, die meisten kennen es eigentlich eher unter Katzengold. Das ist kein richtiges Gold. Es ist einfach so ein bisschen wie so eine Schicht auf dem Stein drauf kann das aussehen. Oder auch richtige, ich glaube, Kristalle ausbilden kann es auch. Es glänzt so ein bisschen golden. Es sieht auch richtig, richtig hübsch aus. Oh, ich bin hier gerade falsch geritten, fällt mir gerade auf, vor lauter Erzählen. Also sowas kann man hier bei uns auch finden. Dann eben diese Quarzkristalle, diese Bergkristalle kann man auch finden. Also das fand ich immer ganz toll. Also da würde ich mich unheimlich gerne mal so richtig auf die Suche machen. Es gibt ja auch diese kleinen Steinsägen eben, die man so hobbymäßig mitnehmen kann, die jetzt nicht irgendwo stationär stehen, sondern die mit einem Akku betrieben werden. Aber ich meine, dafür wird sich das dann wahrscheinlich auch wieder nicht lohnen, weil ich dann doch nicht so die Zeit dazu hätte. Und dann ist es auch irgendwo wieder rausgeschmissenes Geld. Aber spannend ist das auf jeden Fall trotzdem. Also so Mineralien, das finde ich irgendwie ganz, ganz eine ganz interessante Sache, muss ich sagen. Da habe ich mich schon immer für begeistert. So, mal schauen, wo und ob wir jetzt hier den Erdstein finden. Die Suche soll ja sehr leicht sein. Die anderen haben wir jetzt schnell gefunden. Jetzt bin ich gespannt, ob wir die hier auch schnell finden. Ah, Judy kann uns weiterhelfen. Hallo Judy, lang nicht mehr gesehen. Erdsteine? Ja, die gibt es hier, aber die Baroness findet sie so hässlich, dass wir sie alle entfernen mussten. Oh, die Baroness mal wieder. Mensch, am Ende der Reben. Wo du einen Erdstein finden kannst. Wir haben alle entfernt, die wir gefunden haben, aber vielleicht findest du einen, wenn du am Rande des Feldes suchst. Viel Glück. Meine Güte, Fabi sitzt hier gerade neben mir und hat mir gerade bedeutet, dass ich rausgucken soll. Es ist bei uns so arg am Schneien. Wir haben jetzt hier gerade Aufnahmedatum, ist der 24. Januar. Es ist Wahnsinn. Da kommt ein Zeug vom Himmel. Das glaubt ihr nicht. Das ist absoluter Wahnsinn. Eben als ich mit den Hundis rausgegangen bin, noch bevor ich hier die Aufnahmen angefangen habe, da hat es so ein bisschen Schneegriesel gegeben, aber kaum was. Und jetzt kommen hier dicke Flocken runter. Das ist Wahnsinn. Also Frau Holle strengt sich heute echt nochmal so richtig an. Man könnte auch sagen, sie lehnt sich sehr weit aus dem Fenster. Ach, der war schlecht. Ja, also, boah, Wahnsinn. Und ich habe schon gedacht, jetzt kommt kein Schnee mehr. Ich brauche jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt Schnee. Jetzt haben wir die ganze Zeit keinen Schnee gehabt. Zu Weihnachten keinen Schnee. Anfang des Jahres keinen Schnee. Jetzt haben wir Ende Januar. Jetzt fängt es wieder an hier. So, hä? Obwohl, dann könnte ich mal wieder einen schönen Ausritt ins Weiße machen. Am Ende der Felder. Ja, wir sind am Ende der Felder. Wo ist denn hier was? Mensch. Ah, da glitzert was.
Gibt es dann sogar mehrere Sachen. Gut, wo müssen wir jetzt damit hin? Müssen wir jetzt damit zum Baroness oder am Ende der Reben? Das weiß ich gar nicht. Müssen wir zur Baroness oder müssen wir nochmal zu Judy? Wir reiten einfach mal zu Judy, weil ich würde sowieso sagen, wir nehmen wieder den Transporter. Mensch, schmeiße ich hier heute Schillinge raus. Ihr seht, es hat sowieso ordentlich geräumt hier bei mir. Die rosa Ballerinas, die ich gerade trage, die waren recht teuer. Ich glaube, die haben irgendwas mit Ende 6.000 Schillinge gekostet. Ich habe irgendwas mit 6.700 Schillingen. Also das war schon ein stolzer Preis, den wir dafür auf den Tisch legen mussten. Aber sie sind ja schon irgendwie süß. So, auf nach Whaledale Village. Also die Transporter, die sind schon echt sehr praktisch, muss ich sagen. Liefern wir jetzt die Steine noch bei Elisabeth ab. So, raus hier, Midnight. Sehr gut. Ach man, mein kleiner Midnight. Ich hab ihn so lieb. Ich mag ihn echt unheimlich gerne. Oh. So, der Moosstein. War es schwer, den Moosstein zu finden? Gut gemacht. Dann der Sternstein. Gut gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob du einen Sternstein finden würdest. Aber an dir sollte man niemals zweifeln, Dina. Oh. Und der Erdstein. Haben sie alle Erdsteine entfernt? Zum Glück war einer über. Gut gemacht. Ja, da haben wir echt Glück gehabt. So. An dieser Stelle möchte ich mich aber erstmal wieder von euch verabschieden. Wir haben jetzt fleißig Steine gesucht hier. Ihr habt eine Geschichte aus meinem Leben noch gehört. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht gelangweilt. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier an gleicher Stelle bei Elisabeth. Ich bin gespannt, ob wir dann vielleicht schon einen ersten Schritt in Richtung von dem Ritual machen. Also, dann bis morgen, ihr Lieben. Tschüss!